Ja, servus zusammen. Und zwar habe ich mir ein neues Headset gegönnt. Dieses Mal ein Wireless-Headset nach ganz, ganz vielen verschiedenen billigen bis mittelpreisigen kabelgebundenen Headset habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe mir gedacht, es muss ein Wireless-Headset sein. Ich bin dann bei meiner Recherche, was es in 2020 noch in den Top 10-Listen steht, auf dieses schicke Teil gekommen und mich hat es wirklich mit vielen, vielen Dingen positiv überrascht. Und was das genau ist, würde ich gerne jetzt mal ein bisschen näher erklären. Viel Spaß! Die Verpackung ist schlicht und einfach gehalten und alles ist darin sicher und ordentlich verstaut. Das Herzstück dieses Headsets ist diese kleine Box hier und die beinhaltet ein Display, auf der Vorderseite ein Ladeanschluss seitlich und auf der Rückseite diverse Anschlussmöglichkeiten. Im Lieferumfang befinden sich eine ganze Menge Kabel, sogar ein optisches Kabel ist dabei. Hat man die Box mit allen nötigen Kabeln verbunden, kann auch schon die Einrichtung beginnen. Dabei ist alles relativ einfach und selbsterklärend. Man kann wählen zwischen den drei Quellen, PC, AUX und PS4 und hat somit schon die Einrichtung abgeschlossen. Die Druckpunkte und die Tasten fühlen sich dabei sehr qualitativ hochwertig an. Es gibt ein paar vorgefertigte Equalizer, diese lassen sich aber in der Software doch komplett auf eigene Wünsche anpassen. Die Verbindung mit dem Handy ist denkbar einfach. Man betätigt den Button, verbindet das Handy und schon ist man mittels Bluetooth und dem Handy verbunden und hat Zugriff auf alle Möglichkeiten und Steuerungen, die man von anderen Headsets auch kennt. Ganz überrascht war ich über den Umfang der Software. Hier gibt es die Möglichkeit, das Display zu konfigurieren, und zwar einerseits mit dem bekannten Discord, aber auch Spiele wie Counter-Strike Go lassen sich darüber programmieren. Das geht sogar so weit, dass man sich seine eigene App programmieren kann. Verbindet man das Headset mit dem optischen Kabel der PS4, dann entfaltet es seine richtige Kraft. Möchte man nun auch das Mikrofon am PC und der PlayStation gleichzeitig benutzen, dann braucht man hier einen USB-Switch. Ja, letztendlich noch ein kurzes Fazit zu dem. Ich habe das jetzt wirklich mehrere Tage lang wirklich ausgiebig getestet und fast permanent auf meinem Kopf gehabt. Das Headset ist wirklich sein Geld wert. Legt man keinen Wert auf das Mikrofon. Ich werde hier gern nochmal einen Mikrofontest einspielen. So, und jetzt hier die Aufnahme aus dem internen Mikrofon des Headsets. Zum Telefonieren reicht es vollkommen aus. Man kommt klar und deutlich rüber. Allerdings ist es nichts für professionelle Aufnahmen oder wenn es ein bisschen ja, was Besseres im Teamspeak oder Discord sein soll. Hört selbst, ich finde es persönlich nicht ideal. Ja, und der ist wirklich sehr, sehr schlecht, wenn man bedenkt, dass ein ordentliches Mikrofon wie das von, was ich hier oben hängen habe, ja, durchaus passablen Klang macht oder hochwertigen Klang macht und das Headset hier absolut mikrofontechnisch nicht zu gebrauchen ist. Dafür ist das ganze Gesamtpaket wirklich rund, also die Möglichkeiten, die hier geboten werden, inklusive eigener App-Programmierung, um jetzt mal nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ist wirklich enorm gut. Und das macht's aus und das rechtfertigt auch den Preis. Also ich finde, hier kann man tatsächlich als Fan von Wireless-Headsets nicht viel verkehrt machen. Mein Fazit und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Wenn nein, Daumen nach unten.